mich auch wegen den Rasensprenger abzustellen. Hey, go!
Ja, bei mir jetzt Torschütze zum 2:1, Mio Tuncic. Mio, deine Stimmen kurz nach dem Spiel. Ja, ich denke, dass wir wieder sehr gut begonnen haben. Haben dann auch früh das 1-0 gemacht, haben dann auch viele Chancen gehabt, um das 2-3-0 zu machen und hat halt wieder nicht geklappt. Und dann kriegen wir halt durch so einen dummen Standard kriegen wir irgendwie das 1-1 und dann noch vor der Pause machen wir noch das 2-1, was natürlich sehr gut für uns war. Und ja, zweite Halbzeit. Weiß nicht, war halt schwer auf dem Platz. Der Platz war schwer zu bespielen. Die haben das auch nicht so schlecht gemacht, haben den Ball laufen lassen. Und müssen wir halt auch die ein oder andere Konterchance besser ausspielen. Und dann gewinnen wir da ohne Probleme. Am Ende ist halt noch ein bisschen knapp geworden, aber ich denke, dass 2-1 verdient war. Ja, du sprichst es an, also nach dem 1-0. Wieso schafft ihr es nicht, dann mal nachzulegen? Ein 2-0 oder ein 3-0 wäre ja auf jeden Fall drin gewesen bis zum 1-0. Aber dann kommt so ein Einbruch. Wie erklärt ihr euch das? Ja, das wissen wir, glaube ich, selber nicht so ganz genau. Das ist halt, glaube ich, das Einzige, was wir im Moment zu bemängeln haben. Wir führen eigentlich jedes Mal und dann lassen wir halt ein bisschen nach. Und das sagt der Trainer uns auch jedes Mal, aber wir müssen halt jetzt die Ursachen finden und das auf jeden Fall so schnell wie möglich verbessern. Ja, okay. Jetzt habt ihr 13 von 15 möglichen Punkten geholt nach 5 Spielen. Am Samstag kommt es zum echten Topspiel. Was habt ihr euch da vorgenommen? Ja, wir wollen auf jeden Fall gewinnen, das Spiel, das ist klar. Wir haben letztes Jahr haben wir zweimal gegen die gewonnen, also es ist klar das Ziel, dass wir da gewinnen wollen. Und wir werden alles dafür tun, dass wir da die 3 Punkte in Elversberg lassen. Alles klar, Dankeschön. Jan, deine Stimmen zum Spiel. Also ich finde, wir haben erste Halbzeit richtig guten Fußball gespielt. Wir haben das umgesetzt, was der Trainer uns vom Spiel gesagt hat, wo die Tür aufgeht. Das war bei außen. Hätten wir die ein oder andere Torschuss, sage ich mal, besser genutzt, wäre es hier frühzeitig entschieden, das Spiel. Letztendlich war es zweite Halbzeit ein kämpferisches Spiel und meines Erachtens letztendlich verdient 3 Punkte. Aber dass das heute hier nicht leicht wird, das war absehbar und wir sind alle glücklich über die 3 Punkte und fahren zufrieden nach Hause. Ja, du hast letzte Woche noch bei uns in der zweiten Mannschaft gekickt. Jetzt heute von Anfang an hier wieder bei der ersten dabei, 90 Minuten gespielt. Kann weiter so gehen, oder? Kann weiter so gehen. Ich bin natürlich froh, dass ich wieder 90 Minuten in der ersten spielen durfte. Ich schaue Woche für Woche, wie es weitergeht. Für mich persönlich, ich bin froh, wenn wir auch 3 Punkte einfahren, wenn ich nicht auf dem Platz mithelfen kann. Da bin ich Teamplayer genug, aber es kann ruhig für mich auch so sportlich weitergehen, da bin ich nichts dagegen. Ja. Jetzt am Samstag steht ja das Topspiel gegen den 1. FC Saarbrücken an. Vielleicht kannst du uns kurz einen Ausblick geben, wie ist die Mannschaft drauf? Was habt ihr euch gegen diesen Gegner vorgenommen? Ja, wir sind natürlich auch heiß. Das ist ein Derby, da sind wir alle so auf Feuer und gebrandmarkt, dass wir da natürlich auch 3 Punkte holen, erst recht zu Hause. Stadion wird, denke ich mal, ausverkauft sein und es wird eine tolle Kulisse sein und auch diese Gegner zu knacken und der Trainer wird die richtige Mannschaft aufstellen, dass wir das so angehen und 3 Punkte wieder nach Hause fahren. Alles klar, vielen Dank, Jan. Bei mir jetzt unser Cheftrainer Michael Wiesinger. Herr Wiesinger, jetzt kurz nach dem Spiel Ihre Stimmen zum Spiel. Ja, wenn ich Ihre Stimmung sehe, dann sind Sie ein bisschen bedrückt, aber ich weiß jetzt gar nicht warum, weil wir haben heute gewonnen. Also das Gefühl hatte ich auch in der Kabine. Ja, wir haben eine sehr selbstkritische Mannschaft, die, denke ich, schon weiß, dass sie heute nach dem 1-0 nicht gut gespielt hat. Aber trotzdem muss man sagen, wir haben wieder 3 Punkte hier mitgenommen. Es ist hier schwer zu spielen, muss man auch sagen. Aber wir hätten es uns heute schon einen Tick einfacher machen können. War man mit der Spielweise von Balingen überrascht oder? Nein, wir wussten, was auf uns zukommt. Eine Mannschaft, die ein anderes System spielt, waren eigentlich gut darauf eingestellt. Aber man muss letztendlich dann auch die Wege annehmen. Man muss auch gegen den Ball konzentrierter arbeiten. Und das haben wir nicht gemacht. Wir haben sie spielen lassen, haben selber unser Spiel verloren. Und dann hast du hier einfach Probleme. Das haben wir schon in den Spielen zuvor gesehen, wo sie jetzt zu Hause gegen Pirmasens zwar verloren haben, aber auch eigentlich ordentlich gespielt haben. Und wenn wir von unserem Weg abgehen, dann kriegen wir Probleme. Das war jetzt in jedem Spiel so. Und heute haben wir es mit Glück und Geschick noch über die Zeit gebracht.
aber auf Dauer möchte ich mich auf das nicht verlassen. Ganz kurz noch eine Einschätzung zu der Szene mit Kevin Mack, der roten Karte. Wie sehr schmerzt jetzt dieser Ausfall, gerade im Hinblick auf das Topspiel am Samstag gegen den FC Saarbrücken? Ja, ist natürlich nicht optimal. Ja. Ich muss jetzt mit Kevin erstmal sprechen, hatte ich noch keine Zeit jetzt. Nach dem Spiel sind wir sehr emotional. Ja, wir müssen abwarten, was der Schiedsrichter in seinen Bericht reinschreibt. Und dann werden wir das bewerten. Ja, ich hoffe, dass die Sperre nicht zu lange wird, weil Kevin natürlich ein wichtiger Mann für uns ist. Und in der Phase, ja, je nach Situation, wie gesagt, muss ich erstmal raushören, was passiert ist. Und dann kann ich da letztendlich auch ein Urteil dazu geben. Oskar, vielen Dank.